Hallo Leute, hier ist wieder Dein 28 mit Dänemark und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Mal mache ich es tatsächlich mit einer hier bildlichen Aufnahme-Dings, wo man eben mich sieht. Ich zeige mal wieder hier meinen Bau der Stadtbahn Stuttgart. Erstmal, man muss halt wissen, ich baue nicht so großartig daran. Und also erstens, das wird dann übrigens am Ende ganz Stuttgart, aber ich baue halt nicht großartig daran, weil ich nicht genug Aufnahmen habe. Und dadurch nicht unbedingt immer bauen kann. Weil die einzigen Aufnahmen, die ich halt bekomme, ist halt durch Google Maps. Aber okay, es geht jetzt hier um die Stadtbahn. Das ist das Teil hier. Hier habe ich wieder dieses besondere Modell, wie ich immer sage. Dieses beinhaltet nämlich Werbung für meinen YouTube-Kanal. Und vorne sind, ja, passend halt zur jetzigen Lage wegen Corona. Habe ich halt trotzdem das Mundschutztragen-Ding und gleichzeitig ist hier der Innenraum als einzige Bahn. Gleichzeitig hat es aber auch Soundknöpfe, damit man eben den Sound der Bahn hat. Hier oben ist die Klingel. Und damit es noch realistischer ist, habe ich hier ebenfalls das graue Board hier. Ist nicht einfach nur ein Board. Nein, das ist für den nächsten Sound zuständig. Den zeige ich euch jetzt aber mal hier, wenn ich fahren tue. So. Wie man schon in den letzten Videos so gemerkt hatte, ist das hier die Haltestelle Mercedesstraße in Stuttgart. Habe ich halt extra alles gegoogelt und so. Ja, ich muss halt googeln, weil ich wohne nicht in Stuttgart. Aber ich wohne in der Nähe von Stuttgart. Ich wohne in der nächsten Großstadt entfernt. Aber okay. Auf jeden Fall habe ich halt hier angefangen, weil direkt da hinten ist dann das Gelände des Cannstatter Wasens. Damit habe ich dann zwei Dinge. Und da vorne ist ein glitschendes Auto. Ja, super. Darf ich nachher nochmal umbauen? Bisschen, kleines bisschen, nicht viel. Aber ich habe halt auch noch andere Projekte. Ich baue zum Beispiel auch noch nebenbei an Berlin. Obwohl ich, wenn man fragt, auf Berlin kann man noch, also in Berlin kann man noch weniger machen als in Stuttgart. Ich meine von den Servern her. Nicht in echt, also in echt Berlin, hammergeile Stadt. Ich war da, ja, vor einigen Jahren mal. Ist halt Hauptstadt und so viel zu tun, ne? Also das hier ist das neuere Modell. Wahrscheinlich aber gibt es irgendein Problem, vielleicht wahrscheinlich mit dem Server, weil auch hier wird die Linienzahl nicht angezeigt, sondern nur das hier. Das hier ist, ist das Office. Das da vorne hier, auf was ich auch aufzeige, ist das neuere Modell. Daneben dran ist der Prototyp. Wenn ich jetzt hier rauskomme, werde ich, kann ich. Bitte lasst mich raus. Danke. Also das hier ist der Prototyp. Man sieht hier, Werbung ist hier nicht dabei. Okay, ich werde auch nicht bei jeder Bahn Werbung für meinen YouTube-Kanal oder sowas machen. Nein, sondern auch für andere Dinge ohne Bezahlung. Nur mal so. Sondern weil ich kann, da werde ich auch vielleicht Werbung für Subway machen oder für sonstige Dinge oder so. Auf jeden Fall ist das hier der Prototyp. Hier eben ohne Innenraum oder hier oben der Knopf für die Geräusche und auch kein Board.
Bei dem Funks, dann muss das an der Bahn liegen, aber da muss irgendwas mit der Bahn nicht stimmen, dass der das nicht macht. Naja, auf jeden Fall, bei der ist auch das, also beim Prototyp ist es so, also ich glaube, das müsste der Prototyp sein. Der Prototyp, der kann nämlich nicht klingeln, der hupt. Wenn es hupt, wenn es klingelt, ist es nicht der Prototyp. Wenn es hupt, ist es der Prototyp. Ja, genau, das ist der Prototyp, weil der nämlich nicht klingelt, der macht eben. Ja. Jetzt haben wir mal mit dem Prototypen zurück. Mittlerweile habe ich ja auch Bahnsignale. Ist da gerade? Okay, das heißt, ich muss das Signal ein bisschen weiter weg machen. Toll. So. Dann ist es auch so, dass man sozusagen mittlerweile hier runtergehen kann. Und da hinten ist das Born. Jetzt gehen wir wieder hoch. Dieses Auto finde ich seltsam. Es zerstört mich. Und hier ist, glaube ich, der nächste. Ich glaube, das ist auch wieder der Prototyp. Das Riesenrad da drüben ignorieren wir jetzt mal. Genau, das ist der nächste Prototyp. Das ist eigentlich nur eine Kopie der Version von einem anderen. Ich glaube nicht, dass er hier durchkommt. Genau. Der hat hier nämlich Durchfahrprobleme. Das war jetzt doof. Aber auf jeden Fall hat der Prototyp. Nee, nicht Prototyp. Ich meine, die Bahn haben hier noch ein bisschen Durchfahrprobleme. Das Ding ist, ich musste hier halt die Strecke so machen, dass also eigentlich kann man hier draufklicken, dann geht es nämlich weg, dann kann ich damit, damit hier, damit man das eben wechseln kann. Naja, auf jeden Fall, das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst doch ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal und drückt eure Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.